Hallo in die Runde erstmal und wir gucken uns jetzt einmal den aktuellen Royal Pass an und schauen mal, was so im Rambazamba Pass drin ist. Ich habe einen Experten bei mir, das ist Angel. Hab gehört, du kennst dich da aus. Ja, ein bisschen Erfahrung sammeln können. Dann lass mal drauf blicken. Zeig mir mal, was so Geiles drin ist. Die wird sofort fahren. Ich habe gehört, da ist ein Helm drin, der soll super sein. Ist ein Helm drin, ja. Ja. Ist roter Helm diesmal nur. Den müssen wir unbedingt ankauen. Aber erstmal durch. Ach, guck mal, eine paar schöne Waffen Übersicht. Drin. Genau. Das sind die Waffen. Waffen, die man kriegen kann, die man sich im Royal Pass Shop danach noch holen kann, glaube ich. Die UMP ist es die Season. Ja. Wenn man früher durch ist und die Punkte gesammelt hat. Guck mal, Win 94, so heißt die Waffe. Genau. Win 94, das ist ja perfekt für unseren Kollegen hier. Aber der ist Win 93. Der ist Win 93 und das ist sein Nachfolger, die Waffe dann, ne? Genau. So. Ja, fängt wie jede Season an mit einem Outfit und einer Waffe. Zum Outfit gibt's passendes Kopfteil. Tiere macht PUBG gerne rein. Ja. Kriegen wir immer öfter. Da haben wir wieder ein Federviech. Genau, und dann auch passend direkt die Win 94 zum Anfang. Sehr gut, die mag ich. Pink, wie ist Outfit gehalten? Pink benutzen sie gerne. Warum auch immer. Ja, ob es vielleicht Gründe für gibt oder nicht. Ist eine auffällige Farbe, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen was Besonderes. So wie bei Euroelite die VIP-Rolle, ne? Da sind wir ja auch pink unterwegs, da kann man sich den Royal Pass auch mal holen. Genau. Ja, dann klassisch immer Kleiderkiste. Hat man ein zweites Outfit in der Runde dabei, kann man sich entscheiden, was man spontan anzieht. Jede Season kriegt man UC, wenn man die den kompletten Pass durchaus wählt. Ah, ja, perfekt. Kriegt, ne? Man ihn wieder refinanziert. Einmal kann man sich direkt wieder kaufen. UCs ausgeben und dann den Royal Pass durchspielen und dann hat man alles wieder drin. Genau. Und dann kann man sich jede Season holen und hat dann am Ende viele schöne Outfits für einmal wenig Geld. Gute Motivation. Genau. Immer hier ein paar Couponfetzen, AG, die neue Währung für andere Outfits. Mhm, ja. Wenn man die sammelt über Seasons hinweg, kann man sich auch schöne Outfits holen damit. Wieder UC. Dann kommt bei Stufe 10 der Helm, über den wir geredet hatten eben. Ah, da ist er, der legendäre Helm. Kleiner roter Helm. Ist natürlich nicht legendär hier, sondern ist ein normaler Skin nur, ne? Hinten eine Schleife dran. Ah ja, ist mal als Geschenk verpackt für den Gegner. Ja, kann man sich auch direkt als Weihnachtsgeschenk dann anbieten. Man muss nur aufpassen, wer das findet. Dann zieht sich den Pass durch, diese kleinen Geschenke hier, Coupon, AG. Dann gibt's Coins, die man kriegt im Royal Pass. Damit kann man in so einem Royal Pass Glücksspiel sozusagen versuchen, auch andere Währungen noch zu sammeln, mit denen man auch Sachen freischalten kann. Ja. Kriegt man dazu. Kann man machen. Mit viel Glück schafft man da auch ein paar Sachen zu erreichen. Wunderbar. Ganz klassisch auch dabei. Emotes, das ist ein kostenloses Emote, was man kriegt, wenn man den freien Pass hat und nicht den gekauften. Der macht gut Sport, ja. Also, der tanzt dann einmal rum und das sehen wir ja auch auf dem Stream, dass die Leute das dann benutzen, ne, und zeigen, was sie da haben. Genau. Rucksackschmuck wird immer beliebter fürs Spiel. Was es bringt, weiß man noch nicht so genau. Es wackelt nur an einem rum. Ja, ist auch relativ klein, aber wenn man drauf achtet, dann sieht man das, was da rumbaumelt. Also, hier ein kleiner Clown in der Kiste. Ja. Und es geht, diese kleinen Gratisgeschenke ziehen sich voll durch. Es gibt einen Fallschirm, den man bekommen kann, ja. Ist ganz schön lila gehalten, wie man sieht. Lila, rot, alles bisher. Ja, der farbliche Teint passt zum Rest. Da auch eine Rauchgranate. Karo-Muster muss man mögen, muss man nicht mögen. Gibt so viele Skins mittlerweile. Hier wieder UC, es zieht sich voll durch, wie man sieht. Es wiederholt sich oft das Gleiche. Ah gut, da sollte man dann die UC wählen, wenn man das ausgleichen möchte und am Ende des Tages bei Null rauskommen möchte. Genau. Ja? Dann hat man am Ende den Pass wieder raus. Ansonsten hat man die, ja, 260 und kann nochmal sich ein bisschen was extra kaufen, wenn man so ein paar kleine Outfits. Was sammelt? Level 30 gibt's hier, sehe ich. Ist das das Maximum? Ja. Nee, 50 ist das. 50 ist das Maximum? Okay. Genau, bei 30 kommt nochmal ein Emote und ein Flugzeug. Ja. Noch mehr tanzen. Da haben wir ihn von hinten und jetzt Hallöchen. Ist immer eigentlich dasselbe Prinzip. Waffen, Outfits, kleine Tänze. Eine P90, jetzt nicht mehr so viel pink, jetzt wird sie mehr blau. Oh ja, das wäre meine Waffe. Die ist gut. Hat gute Farben. Dann
noch eine dritte Waffe im Pass, die wir auch eben hatten auf dem Anfangsbild, ja. Eine DP. Ja. Und dann ist man eigentlich auch schon fast durch. Und dann kommen nur noch am Ende die Outfits. Das ist ein weibliches und ein männliches. Aha. Man muss sich für eins entscheiden, das andere kann man sich dann im Royal Pass Shop, wenn man drüber ist, kaufen. Passt. Das männliche. Da sieht man nochmal das Emote, das ist für das Outfit gestaltet. Aha. Da kommt der Arm raus und dann ist die Waffe wieder am Start. Jetzt viel Gold geworden, dunkelblau Gold. Federschmuck, den man mittlerweile relativ oft sieht, an anderen Outfits schon. Das habe ich schon gesehen. Na, das machen sie gerne. Dass da die Federn zum Einsatz kommen, ist ja auch ein auffälliges Accessoire, wenn man so möchte. Das, ne? Hat was für sich. Ja. Genau. Wenn man ein bisschen aktiv spielt, schafft man es ganz locker, den Pass durchzukriegen, muss sich da nichts kaufen. Man kann ihn sich auch durchkaufen. Genau. Ich hörte, das machen die ein oder anderen. Ja. Und dann gibt es halt die Aufgaben ganz klassisch, die man erfüllen muss, um durchzukommen. Es gibt den Royal Pass Shop, da kann man mit sich den Royal Pass Punkten verschiedene Extras kaufen. Ja, und es gibt halt auch hier, wie eben gefragt, die Kiste, wo man alte Royal Pass Sachen kriegt. Hier ist jetzt aus Season 18 und dann aus den M1, M2 Seasons mit den neuen Sachen. Wie man sieht, auch hier viele pinke Sachen drin im Pass, in den alten Pässen gewesen. Da greift PUBG anscheinend gern drauf zurück. Was ist der Trick oder was macht man am besten, um den Royal Pass möglichst schnell freizuschalten? Aufgaben im Prinzip und dann... Am schnellsten geht kaufen. Am schnellsten geht kaufen, aber wenn man jetzt nicht kaufen will, dann... Ansonsten aktiv spielen, gucken, dass man die richtigen Aufgaben macht. Okay, wenn ich aktiv spiele, was spiele ich dann? Classic Games und... Classic und die Arena-Spiele. Und ein bisschen gucken, dass ich die Aufgaben erfülle und dann einsammeln und dann... Alles beschriftet, wo man was machen kann. Perfekt. Ja. Ganz simpel gestaltet. So geht das. Und dann gibt es hier noch diesen Spielmodus mit den Coins. Da sammelt man Airdrops und kann sich auch noch Sachen kaufen. Und da ist dann die UMP, die wir auch schon am Anfang wieder hatten, zum Beispiel mit drinne. Und das zweite Outfit, was man sich nicht im Pass ausgewählt hat, kann man hier dann noch sich dazu kaufen. In der Kiste einmal holen. Ja, ist doch gut. Perfekt. UMP auch ein bisschen mit Gold. Passt. Soweit. Gut. Das war ein kurzer Einblick, ne? Und ja, man kann sich das Ganze auch auf der Webseite anschauen, pubgmobile.com. Da haben wir das Ganze. Die machen immer die aktuellen Informationen darauf. Ja, das scrollt man drauf und dann hat man die aktuellen Videos oder die Zusammenfassungen vom Royal Pass Monat. Hier mit der Startzeit, mit der Endzeit, was die aktuellen Angebote sind. Und kann man immer mal vorbeischauen für weitere Infos, auch vom Elite Pass. Das war's soweit. Danke. Für die Zusammenfassung. Immer gerne. Bis dahin. Tschüss.